Für Löwentrainer Kosta Runjajc erreicht die Vorbereitung einen Höhepunkt, wenn seine Mannschaft den Champions-League-Teilnehmer und Vizemeister Borussia Dortmund empfängt. Es ist ein Bundesliga-Top-Team, gegen das der TSV 1860 München sein erstes Saisonheimspiel bestreitet. Es gibt nicht so viele gute Mannschaften in der ersten Liga wie Dortmund. Das ist eine Spitzenmannschaft, sie werden uns alles abverlangen. Sie haben eine gute Mannschaft, auch mit den jetzigen Abgängen. Es ist immer noch, gehört zu den Top 3 Mannschaften in Deutschland. Obwohl der Trainer erst seit Anfang Juli bei den Löwen ist, weiß er, was die 60er mit der Kultstätte Grünwalder Stadion, dem Heimatabend und ihrer Tradition verbindet. Ja, zunächst einmal ist es super, dass wir so eine große Zuschauerresonanz erfahren dürfen. Ich denke, ausverkauft. Alle freuen sich auf dieses Spiel. Die Mannschaft, ich denke auch die Vereinsmitarbeiter, aber vor allem auch unsere Fans. Und es ist ein wichtiger Bestandteil unserer Trainingsarbeit und der Vorbereitung, auch solche Testspiele auf diesem Niveau auszutragen. Auch die Dortmunder Mannschaft nimmt in der Vorbereitung Fahrt auf. Und obwohl die Borussia einige Abgänge zu verzeichnen hat, werden viele namhafte Spieler anreisen. Dortmund hat jetzt sicherlich einen anderen Vorbereitungsstand, aber die haben eine sehr hohe Qualität hier im Kader. Wir wollen morgen natürlich, wenn sich Lücken bieten und Chancen bieten, auch nach vorne spielen und offensiv sein. Aber es ist immer noch für uns ganz wichtig, dass wir mit der Mannschaft, mit der wir von Beginn an spielen, eine gewisse Struktur zeigen im Spiel gegen Ball. Die Löwen können und wollen bis zum Ende der Transferperiode möglichst noch neue Spieler verpflichten. Im Duell mit den Dortmundern werden sie das Fußballspielen fürs Erste jedoch nicht neu erfinden. Wir besprechen das detailliert, aber ich denke, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Klar, die Viererkette, Torwart wird hinten im Tor stehen. Irgendwann wollen wir sicherlich auch uns ein Stück weit noch mehr nach vorne begeben, in der gesamten Viererkette mit Torwart inklusive. Also das hohe Stehen, das will ich schon forcieren. Der weiß-blaue Samstag beginnt um 12 Uhr auf dem Trainingsgelände an der Grünwalder Straße mit dem 5. 60er-Fest zur Unterstützung des Amateursports. Ab 17 Uhr werden 12.500 Löwenfans ihre Mannschaft beim Heimatabend im Spiel gegen Borussia Dortmund unterstützen.